Hallo und willkommen zurück zu Mighty Pirates vs. Hosenkorb. Korb. Und wir haben beim letzten Mal... Ich hab Diamanten gefunden. Diamanten gefunden. Nee, das haben wir diesmal gemacht. Aber auf jeden Fall wollen wir jetzt mal dieses Wasserrad aufbauen. Irgendwie ist es ziemlich dunkel um unsere Basis, fällt mir gerade auf. Sollten mal gucken, dass wir hier ein bisschen mehr beleuchten. Ja. Ich finde die elektrischen Lampen nutzen von Genau, wir machen ein Wasserrad nur für elektrische Lampen. Genau. Genau, das klingt, nach einem Plan. Finde ich lustig. So, wo wollen wir das Wasserrad denn hinbauen? Ans Wasser. Wenn ich euch nicht hätte, ich wüsste manchmal echt nicht, was ich dann machen würde. Ja, das wissen wir schon, deswegen fangen wir lieber niedrig an. Ja, nicht hier, da. Hier eher so in der Richtung. Okay. Fast schon wieder so weit weg, ja. Ja. Bin ich wie auch so ein bisschen. Wer seid ihr? Wie viel brauchen wir denn drumherum? Ja, da. Also. Es ist 5x5 das Rad und wir wollen drei davon nebeneinander klatschen. Also 5x5 mal 1 oder so. Passt. Doch, hierher. Theoretisch. Also, es sollte halt im Boden sein. Genau. Ja. Weil es runterfließen muss und drunter dann frei. Das heißt, theoretisch hier würde ganz okay sein, oder? Prinzipiell. Das heißt, wir lassen mal den hier offen, zu. Oh, da ist Eisen. Cool. Das ist nicht meine, obwohl kann ich damit noch nicht. Blöd, okay, kann doch nicht. Hey, hey, das ist gemein. Das war fies. Was ist los? Er hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. So, ich mach mal wieder die traditionelle Cobblestone-Kiste. Eine Cobblestone-Kiste? Ja, weil wir haben jetzt so viel Cobblestone. Man kann Cobblestone komprimieren. Ich weiß. Aber erstmal. Nein, ich habe keine Pickaxe mehr. Flo, komm mal her. Ja, Augenblick. Ich muss mein Inventar gerade aufräumen. Wobei, sind wir schon tief genug? Ja. Hey, fertig. Ich glaube sogar, wir sind schon tief genug. So, haha, jetzt habe ich einen Diamanten an meinen Hammer geklatscht. Langsam. 1, 2, 3, 1 noch genau. Also das unten ist dann, also das auf der Höhe müsste dann passen. Hm. Splotch. Dann machen wir das Ganze noch eins breiter, damit es auch schön aussieht und dann, ja. Und da rein dann der Kinetic Dynamo, oder? Der dann 1, 2, 1 höher. Eins höher, okay. Ja. Oh, jetzt muss hier unten drunter Wasser vorbeifließen. Der Kinetic... Am Rad noch. Das Rad kommt ja an den Kinetic Dings dran. Das Rad ist 5 hoch. Ja, eben. Genau. Das heißt, unten Wasser vorbeifließen zu lassen, muss das Wasser auf der Höhe fließen, wo ich gerade stehe. Das heißt, der Dynamo muss... Genau. Aber dann ist das Rad ja über... So, gedreht. Hm? Ich glaube, der steht jetzt falsch. Der muss, glaube ich, noch gedreht sein. Ich glaube... Ja, so muss es stimmen, genau. Was? Ich habe ihn nicht gedreht. Was? Okay, dann ist es ein Renderfehler bei mir gewesen. Gut. Und hier das Rad dran, aber das geht natürlich gar nicht wegen... Entschuldigung. Dann mache ich hier mal... Zeug war weg. Nur eine Schaufel. War nur eine Schaufel. Das heißt, wir müssen noch eins weiter... Ja, oder wir können das vorstellen können, aber ja. Hm? Ja. Das schon. Hast du das jetzt hin? Ja. Hey. Aber im Prinzip ist es... Nee. Hm? Ja, jetzt ist... Ach nee. Wait. Ah, da ist noch zu, okay. Ich mach mal auf, dass das Wasser drunter und vorbeifließen kann. Yes, geht. Erstmal so und dann nachher machen wir das andere. Aber wenn es oben spawnt, ist doch deutlich besser, oder nicht? Wenn es oben drüber läuft. Es müsste eigentlich drüber laufen. Es sollte eigentlich drüber laufen, das heißt, wir müssten es tiefer setzen. Also je mehr Blöcke drumherum sind, desto mehr produziert er, glaube ich, Strom, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, von oben, Mitte bis nach unten muss er eigentlich Wasser haben. Dann müssen wir es aber noch viel tiefer setzen. Ja, deswegen war ich irritiert. Glaube ich. Ja, dass es halt andersrum fließt, das ist ja dann okay. Ich meine, so sieht es halt schöner aus, aber...
Ja, lassen wir es erstmal so. Also, das ist eine Stromproduktion und wir produzieren bei diesem Kinetic Dynamo tatsächlich schon RF. Könnte man so sagen. Und ich freue mich schon wieder. Bringt uns zwar noch nichts. Ja, aber Essen wird gerade schon wieder so ein bisschen kritisch. Willst du Kupfer zum Schmelzen reintun? Wenn du. Ja, kann ich machen. Sobald ich jetzt gegessen habe. Barney, ich kann mir Brot machen. Yay. Mhm. Ein Brot. Hey, Baked Bread. Brot sind immer noch frei nebeneinander, oder? Frei nebeneinander, genau. So, und was wir dafür brauchen, um Strom zu transportieren, sind diese Konnektoren, wo wir Hardenclay brauchen. Die auch sehr cool aussehen, ja. Aber ich habe, glaube ich, das Clay vorher hier gesehen, genau. Dann machen ich wir mag das Rad. Was. Ich mag das Wasserrad. Das ist toll. Ich finde die auch cool, ja. So. Haben wir noch Charcoal irgendwo? Keine Ahnung. Ich möchte jetzt irgendwie. Ah, stimmt, genau. Ich wollte. Wobei, wir haben jetzt genügend Kohle, okay, dann. Plank, plank, plank. Hast du Kupfer? Ist in der Dings drüben, in der Schmelze. Wunderbar. Wunderbarlich. Nicht wahr? Genau, also, wir brauchen einen Wooden Post. Und der braucht Stone Bricks, Bricks und ein paar Treated Sticks. Dann mache ich mal wieder ein bisschen Charcoal, nachdem ich gerade fleißig Holz gesammelt habe. So viel brauchen wir gar nicht mehr. Okay, dann lass es. Weil wir kriegen ja jetzt gleich einen elektronisch betriebenen Ofen, genau. Yay! Hoffentlich. Also ist zumindest der Plan. Solange da nicht Wasser durchlaufen muss. So. Ich bin mit unserem Häuschen nicht zufrieden. Das ist ja auch kein Häuschen. Du darfst es gerne umbauen. Keiner dagegen. Wird schon noch gerade noch nicht. Na komm. Gut, also. Wo sind denn jetzt die Eimer hin? Habe ich die im Inventar? Ah, ich habe sie im Inventar. Außerdem brauchen wir einen neuen Block von Kohle. Also den Block von Kohle. Das muss irgend so ein Adliger sein. Herr Block von Kohle. Mhm. Cool, die Blocke. Ich glaube, wir haben verdammt viel Wolle mittlerweile. Das ist alles zu wenig. Ja. Aber man kann es nicht essen. Hallo Chunk, lade bitte. Danke. So, dann machen wir noch ein bisschen Treated Wood. Oh, da liegt Gunpowder auf dem Boden. Hilfe. Wer hat das denn da liegen lassen? Ich habe so eine Ahnung. Da, wo du gestorben bist, sind es Hüte oder sowas in der Art? Aha. Nee, der Zombie, der explodiert ist. Sind das Hüte oder sind das einfach Viecher? Das ist ein Zombie, der eine TNT-Kiste als Kopf hat. Gibt's auch Creeper mit einer TNT-Kiste? Keine Ahnung, habe ich noch nicht gesehen. Was wollte ich? Wir brauchen Stein gebrannt. Wieder Kürbisse gefunden. Stein. Stein? Da. Genau, und außerdem brauchen wir. Genau. Vollkommen richtig. Copper Wire Coils. Oh, man kann das doch gleich mehr, verdammt. So ein Connector. Und jetzt können wir das hier draufsetzen. Und dann irgendwie mit irgendwas verbinden. Das wird noch interessant. Geht das? Probieren wir das mal aus. Dann hier den External Heater hinsetzen, wo wir mit dem Hammer, den ich jetzt irgendwo reingetan habe, da sagen können, dass hier
der Stromanschluss sein soll. Und dann, wenn es jetzt klappt, bin ich froh, kann man linken. Connection is obstructed. Na toll. Ja, nee. Das ist doch fast, also ich weiß nicht, bei meinem Testen immer irgendwie obstructed. So. Aber was ist denn jetzt da obstructed? Wahrscheinlich die Steinwand. Oder hast du mit dem unten gelinkt? Mit dem hier oben. Dann mach doch einfach die Wand weg und link direkt. Aber naja, das geht auch nicht. Okay. Dann mach hier an die Wanden dran. Da, hier, da. Ah, ups. Creeper. So, das ging schon mal. Genau, das jetzt schauen wir, ob das hier klappt. Ja, klappt. Wunderbar. Und theoretisch... 0 RF. Ja, weil der Heater gerade arbeitet. Meinst du? Meinst du, er tut was? Ich glaube schon, dass er was tun würde. Okay. Also hier ist gerade zumindest keine Kohle drin, ja. Wenn ich jetzt da rechts, keine Ahnung, mal irgendwie, was schmeiße ich da rein, was nicht so wichtig ist. Haben wir Holz? Da ist ein Holz. Ein bisschen Holz reinschmeißen, mal schauen, ob das funktioniert. Ne, nicht da unten, da oben. Das tut nicht viel. Oh, er hat kurz gefunkt. Ich hab's genau gesehen. Also ich glaube, das ist einfach ein bisschen wenig, weil der nicht so viel generiert. Ich baue jetzt mal ein zweites Rad. Du könntest mal einen Capacitor bauen. Der speichert doch nur, oder nicht? Ja, ja, aber dann sieht man wenigstens. Nee, wir bauen jetzt ein zweites Rad, das ist viel toller. Weil das bringt mehr Energie. Na denn. Boah, ich bring 30 Blackberry Bushes mit. Das ist ganz gut was. Yep. Wichtig und notwendig. Nein. Zu wenig Holz. Bitte sag, dass du schon durch bist. Nein. Gut, wir haben nicht genügend Treated Wood fürs Erste. Ja. Na sowas. Aber immerhin, der Furnace funktioniert und läuft ohne Charcoal. Yay! Und wir können das Ganze mal testen, ob es jetzt wirklich daran lag, indem wir kurzzeitig das mal ein bisschen unschön bauen. Aber egal. Und zwar so machen. Gut, dass es jetzt eigentlich obstructed sein müsste, aber nicht obstructed ist, aber Details und so. Kurz noch mit Dirt nachhelfen. Ich glaube, da ist ein Tintenfisch ertrunken. Kann ich ja nicht schwimmen. Da liegt Tinte auf dem Boden. Auf dem Meer. Okay. So. Wenn wir jetzt hier Wasser nehmen und das... Ups. Wie gesagt, es sieht jetzt total doof aus. Ich weiß, aber wir wollen es ja eh noch umbauen. Wenn wir jetzt Wasser drauf nehmen, müsste es schneller laufen. Genau. Schneller. Ja, jetzt gibt's Gas. Und diese Kabel sehen sogar cool aus. Mhm. Dementsprechend, ja, im External Heater speichert sich jetzt RF. Sehr cool. Sehr cool. In anderen Worten, wenn wir jetzt zum Beispiel Glas schmelzen wollen, müsste das recht fix gehen. Weil ich, ja genau, weil der beschleunigt sogar. Wumps, ist der fertig. Sehr schön. Coole Sache. Also die Furnace daneben, das ist jetzt die... Beide Furnace, nee, die daneben stehen. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier das noch Cutten reinhaue... Du kannst die... Du kannst die, die da... Hast du gerade irgendwas Pickaxiges? Nein. Du kannst die nämlich auch noch abbauen. Und da vorstellen. Also sie muss halt berühren. Und natürlich haben wir theoretisch ein kleines Speicherproblem, wenn es zu viel ist. Aber gerade passt es auf jeden Fall noch.
Genau, und das ist RF, mit anderen Worten, wir haben die ersten RF-Sachen und jetzt haben wir keinen Strom mehr und jetzt wird's langsam. So, wie sieht's hier drin aus? Aber grundsätzlich, also abgesehen von allem, aber... Wie sieht das denn aus? Wenn ihr mal nicht so kleinlich sein will. Wie hieß das Ding zum Speichern? Achso, du baust gerade neue Wand, oder wie? Ich schaue gerade, dass ich irgendwie das Ganze ein bisschen, ja, mit schöneren gechiselten. Ich wollte nämlich gerade, ach stimmt, chiseln kann man ja schön mit den Cobblestones, gell? Mhm. Ich wollte nämlich gerade sagen, so, eine Mauer wäre toll, so für nachts. Ivo. Also mit Immersive Engineering gibt es noch ein paar andere Sachen, wie man Strom generieren kann. Man kann zum Beispiel Windmühlen bauen, man kann Lightning Rod bauen, das heißt immer wenn es blitzt, gibt es Strom. Man kann einen Generator, ich glaube das ist der, wo man dann links und rechts unterschiedliche heiße Flüssigkeiten zum Beispiel oder Blöcke hin tut. Zum Beispiel Wasser und oder Eis und Lava. Großer Unterschied, gibt viel Strom. Nee, das ist der Thermoelectric Generator, richtig. Ja. Der geworden durch Red Power 2. Genau. Hier, der MV-Capacitor. LV-Capacitor, hier. Ist was? Wir brauchen LED dafür. Haben wir, glaube ich. Haben wir? Mhm. Yep. Dann schmelze ich mal ein LED. Ich vermute mal, das Lichtlevel wirkt sich auf das Wachsen von den Berries aus, oder? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Weil die unterirdischen ja auch eher so das Dunkel brauchen. Keine Ahnung, ob denn die oberirdischen das überhaupt irgendwie interessiert. Ich habe nämlich jetzt keine Ahnung, wo ich die hinbauen soll. Weil hinten unter den Bäumen ist so nicht so hell. Kannst du auch an Fluss bauen. Mit anderen Essenssachen. Ja, nur wenn wir es dann irgendwann mal umbauen, dann dauert es ewig, bis es wieder da ist. Macht nichts, wir bauen das die nicht um, die bleiben da. Ich entferne mal diese Mini-Bäume. Egal wo. Mighty Pirates vs. Hosenkorb ist immer da, wo wir sind, sind diese blöden Dschungelbäume ein bisschen immer im Weg. Nicht so schlimm hier. Dschungelbäume. Erinnere mich mal dran, wie ich den Capacitor am besten anschließen konnte. Dingens drauf und fertig. Also er hat an der Seite dann natürlich einen Output und oben halt einen Input. Per Default. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie ändern kann mit dem Hammer, aber das ist... Ich finde es schön, wie der Eingang noch steht, aber alles drumherum nicht da ist. So, ist mein... Genau. Das heißt, wir brauchen am besten... Warte, nee, das war ein Transformer. Capacitor, genau. Stein, Kupfer, Planks. Jetzt brauche ich immer noch Treated Wood. Werd endlich fertig, du doofes Ding. Gott, wie sieht's hier aus? Oh, der Industrial Hemp ist reif. Ich glaub, den muss man aber abbauen, oder? Genau. Ah, das ist wie Sugarcane im Endeffekt. Das obere, genau. Auch wenn ich gerade noch nicht glaube, dass wir ihn brauchen. Oh fuck, ich verhungere ja schon wieder. Ich hab viel Essen mitgebracht, so gesehen. Sehr gut. Sehr gut, Daniel. Sehr glücklich. Das ist unser Held. Sonst macht's ja keiner. Das ist unser Koch. Der Chefkoch. Warum denke ich jetzt an Sauerbraten? Und wir haben schon wieder keinen nicht genügend Eisen, Kupfer. Überraschung. Also Kupfer ist echt ein Problem. Und ich hätte jetzt auch gerne mal Tools, Flo, wenn du... Ja, wenn du mir Kupfer holst, gerne. Also Kupfer. Für Bronze. Ich nehme auch einen Eisen-Pickaxe. Also nicht so prickelt. Außerdem nehme ich auch ein, eigentlich brauchen wir es da noch nicht. Aber Paper kann man als Binding... Ich weiß aber nicht, was man da noch so groß draufhauen soll aus den drei Nehmen, die ihr schon habt bei den Tools. Bei Waffen okay, aber bei den Tools. Mehr! Ja, aber was? Regenerate zum Beispiel.
Ja, du hast Regenerate, du hast Redstone und dann hast du meinetwegen Skill Touch oder Schieß mich tot. Hast du sonst noch was? Mehr. Wenn du ein Schwert hast, mehr Attack. Mehr Geschwindigkeit, mehr Geschwindigkeit, mehr Redstone. Ach. So. Tolle Tür. So. Apropos. Mal weg. Logistik. Du meinst Buildcraft. Warum denn? Weil Assembly Table. Für? Für Chips. Welche Chips? Die man für alle möglichen Pipes braucht. Welche? Diamond Chips zum Beispiel für die Haupttable, für diese Requesting Table Gedönsrad, die wir eigentlich im Endeffekt brauchen, weil sonst ist es nicht so super hilfreich. Wir können das Ganze auch mit einem Gold Gear bauen. Die Table nicht. Was? Ging welche? Zumindest nicht, als ich gestern geschaut habe. Lass mich nachschauen, wie das Ding hieß. Logistic Crafting Table? Nee, das ist die Autocrafting, mit der machst du gar nichts. Die Logistics Request Table. Wofür war die Nummer? Das ist so ein ME-Terminal quasi. Ah ja, okay. Genau, ja, okay. Aber zum Beispiel, mir ging es jetzt gerade mehr um Storen automatisch. Ja, okay, gut. Aber trotzdem wäre es schön, die Table zu haben, weil es ist halt ressourcenmäßig viel effizienter. Natürlich. Du brauchst halt ein Gold für so einen Chip und sonst brauchst du 4 für ein Rad. Gut. Doch nicht. Daher erstmal Strom und Assembly-Table, würde ich sagen. Strom haben wir. Viel Strom. Ach so. Okay. Bisschen Strom haben wir. Ah, und wir haben jetzt auch endlich wieder Creosote Oil. Das ist auch schön. Kann ich nämlich jetzt hier endlich. Kann ich nämlich endlich weitermachen. Mit meinen Buckets. So. Hier ist alles rein. Na klar. Also. Immersive. Noch so ein Wasserrad. Und dann das Ding. Dann haben wir noch ein zweites Wasser. Water Wheel. Schön. Wie du extra durch die Tür gehst, obwohl es keins. Keine Tür gibt, ja. Dachte mir auch gut. So. Sehr schön. Kam mir auch zum Glück gar nicht verarscht vor. So, schaue ich mal, ob ich alles abgebaut habe, was fehlt. Nein. Da muss noch weg. Dann. Lux, Grassblock. Haben wir irgendwo Papier? Ja. Welche Kiste? In der Essens Krück. Ah, beim Essen. Okay, aber nicht genug. Ah, nee, nicht genug Papier. Okay, dann musst du entweder warten oder kriegst du es ohne Papier. Lass mich gucken. Ach, ich werde eh nicht das Letzte sein. Boah. Sag mir bitte, dass er es richtig platziert hat. Ah, geht. Passt. Gut. Wir haben mehr Strom. Juhu. Gut. Dann können wir als nächstes dran gehen, diesen Capacitor zu bauen. Da. Ah, was habe ich? Ein Iron Hammer. I'm about to drop that. Es wäre zwar total nervig, aber es wäre auch irgendwie lustig, wenn die Kabel... Boah, Concussion Creeper. Boah. Wenn man da nicht einfach durchgehen geh weg. Könnte, sondern dass man irgendwie so einen Stromschlag gibt oder so. Maybe not. Das wäre Greg-Tech.
Ja, allein, dass die Dinger durch die Blöcke gehen, finde ich ein bisschen. Mein Inventar ist eigentlich viel zu voll für das, was ich gerade vorhab. Mit anderen Worten, klingt nach einer guten Idee. Okay, man kann die großen Bäume fällen. Sehr gut. Oh, Kupfer. Oh, Kupfer. Sehr gut. Oh. Mach weiter so. Oh, mehr Kupfer. Sehr gut. Mach weiter so. Oh, eine große Höhle. Irks. Ah ne, es ist eher eine Pseudo-Ravine, weil da hinten geht's raus. Okay. Hm. Oh, Kupfer. Oh, Holz. Oh, überzogen. Oh, sowas. Oh, oh sowas. Ja. Surprise. Surprise. Genau. Also ihr seht, wir bleiben unseren Mottos immer treu. Immer. Immer. Was auch sonst. Immer. Hm. Oh, Tür. Ja. Ja, na, so weit, so gut. Und mit diesem 13 Kupfer verabschieden wir uns mal wieder für diese Folge. Halleluja. Und ja, haben dann ein bisschen Kupfer. Das Stargate ist sehr nah gekommen an uns. Oder wir kommen dem Stargate nahe, je nachdem. Wir können einen Weg durchbauen. Das ist unser Eingang. Wir gehen immer durch Stargate rein und raus. So schaut's aus. Mhm. Oh Gott. Maybe not. Warum? Weiß nicht. Ich hatte doch eben noch eine Tür in der Hand. Wo ist sie hin? Hab sie nicht. Gut, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Warum schleppe ich eigentlich die ganze Zeit den Crafting-Table mit mir rum? Und bis zum nächsten Mal. Du hast sie abgebaut. Ciao, ciao. Tschüss.